So, hallo, wir starten die nächste Runde. Wie am schnellsten bis zum Tod blamiert? Daily Challenge. Wait, habe ich die nicht schon gemacht? War ich doch in der Nacht aufgenommen? Das ist eine neue. Hatte ich vor 24 Uhr? Weiß ich gar nicht. Egal, ja, die kenne ich jedenfalls. Okay. Da waren Schilder. Da waren Schilder. Grün, grün, grüne Straßen, Punta del Este, Piriápolis. Piriápolis klingt, also Polis klingt so ein bisschen griechisch, aber dann wird es ja, ja, wobei. Aber Punta del Este klingt so, weiß ich nicht, spanisch. Was haben wir hier für Straßen? Ach so, ja klar, Punta del Este. Kann ich diesen Kreis, das ist kein Kreisverkehr, aber eine interessante Verkehrsführung auf jeden Fall. Können wir irgendwo, da haben wir noch mal ein großes Schild. Ja, toll. Pande Azucar. Ha. Warte mal schnell hin. Ach klar, ist. Ja, wir fahren mal in die Richtung. Da war ein großes Schild. Können wir da zurück? Also. Hätten die nicht einfach das Land dahin? Wäre es zumindest etwas gut. Monte? Soll da Montevideo oder sowas stehen? Und das ist deswegen weg, weil das sehr ein wichtiger Hinweis sein könnte. Wir haben Montevideo schon mal gelesen. War Montevideo, war das nicht sogar in irgendeiner Hauptstadt irgendwo? Montevideo? Irgendwo da? Wir haben Montevideo als irgendeine Hauptstadt mal gelesen, oder? Oder? Aber wo? Wenn es eine Hauptstadt ist, müsste es ja auch relativ schnell sichtbar sein, wenn wir nicht weit ranzoomen. Sollte man meinen, ne? Wo war Montevideo? Holy moly. Ich meine, ich hänge mich jetzt an dem Montevideo fest, ne? Aber irgendwie ist das jetzt gerade mein Bauchgefühl. Es tut mir leid. Aber wo? Aber wo? Wenn das überhaupt Montevideo heißt, das ist das nächste Ding. Ich muss irgendwo hinklicken. Ich muss irgendwo hinklicken. Ich weiß nicht, wo ich hinklicken soll. Klick mal hier hin, weil vielleicht haben wir dann abstandstechnisch. Ja, verflucht. Hätte ich es sehen können? Es ging auf jeden Fall um Montevideo. Ich war nicht nah genug dran. Ich hätte hier reinklicken sollen, irgendwo in Südamerika. Dann habe ich gedacht, ah, vielleicht auch Afrika, ich klicke einfach dazwischen. Dann so distanztechnisch, hat leider nicht funktioniert. Ah, Mensch. Jetzt wäre natürlich die spannende Frage, hat man es im Video gesehen? Wie nah habe ich rangezoomt? Ich hatte ungefähr, nee, falsches Land. Ich hatte ungefähr so nah. Ich hab doch, oh, ich war bestimmt mit der Maus drüber so ein bisschen. Ich bin doch hier rumgesaust, ne? Ich hatte es sogar noch größer. Ich hatte es sogar noch größer. Ich bin bestimmt hier rumgesaust und hab's. Wait. Weil ich weiter rangezoomt habe, war es weg. Und jetzt kommt's wie. Was? Warum ist es in der Darstellung weg und in der wieder da? Das ist die einzige Darstellung. Okay, wir verlieren Zeit. Oh, ist das ärgerlich. Oh, da könnte ich schon wieder was werden, ne? Ich bin voll. Ich bin.
bin voll in Richtung Tschechien unterwegs. Kriegen wir genaueres hin. Wo sind wir hier? Ocean Park. Ein Freizeitpark, das ist nicht viel. Aber vielleicht steht ja ein Ort dabei. So wie Europapark, Rust, Ocean Park, Ortschaft. Auch überhaupt nichts. Aber wenn ich jetzt nichts Besseres auf die Schnelle finde, klicke ich einfach mitten in die Tschechien rein. Tschechei darf ich ja nicht sagen. Ich hoffe, jetzt habe ich es mir richtig rumgemerkt. Ich meine, es kann natürlich auch, ne? Weißrussland wäre auch noch eine Option, aber irgendwas in der Richtung wird es sein. Polen könnte auch noch eine Option sein. Scheiße, Polen könnte auch noch eine Option. Vielleicht klicke ich so ein bisschen in die Mitte von allem. Ja, hallo, fahren wir jetzt mal weiter. Und ist hier Stau. Jetzt geht's weiter. Ja. Das ist definitiv. Definitiv irgendwas in Tschechien. Aber wo? Kriegen wir noch eine Ortschaft hin? Nicht schnell genug. Nicht schnell genug. Das sieht jetzt nicht wie Prag aus. Ich gehe einfach in die Mitte von schon Tschechien und wir gucken. Ach, Scheiße. Was? Was? Doch Polen. Bratislava. Was habe ich denn jetzt gerade? Warum habe ich jetzt gerade mich auf Tschech? Da war doch was mit Tschech. War da nicht irgendwas mit. Jetzt habe ich das Bild natürlich nicht mehr, aber war da nicht irgendwas mit Dings? Ja, RIP. Ja, RIP. Diese Farben könnten die Flagge sein, aber nee. Irgendwie auch wieder nett. Oh, E-Mail. Beziehungsweise nicht E-Mail, aber ist das ein HR? Ist das ein HR? HR war Ungarn, ne? Aber das passt das zu der Schrift? Oder ist das ein BR? Dann wären wir Brasilien oder sowas. Oh nein. Oh nein, jetzt verfranze ich mich aber gleich ganz böse. Da, also wenn ich jetzt natürlich, ne, Ungarn und Brasilien. PVCI, Alus Dollaria. Sieht das eher ungarisch oder brasilianisch aus? Da wahrscheinlich symbolisiert es auch die Flagge. Ja, es ist Pepsi-Symbol. Boah. Boah. Jetzt wird's böse. Mach ich gleich wieder Blödsinn. Husqvarna. Ich bleib in Ungarn. Ich bleib in Ortschaft. Sibenik-Zadar. Kriege ich Sibenik-Zadar hier irgendwo? Aber das, ne, das sieht schon passenderweise, passt es schon hier hin. Aber kriege ich Sibenik-Zadar hier noch irgendwo drauf? Ich habe ja eine Minute Zeit noch. Also ich kann jetzt hier eigentlich nach Sibenik und Zadar suchen. Vorausgesetzt, ich bin im richtigen Land unterwegs. Aber gehen wir halt einfach mal davon aus, dass ich im richtigen Land unterwegs bin. Sonst wäre es halt eh lost. Der Größe lese ich's leider nicht. Oh, da ist Wien. Ach, genauer werde ich es nicht hinbekommen. 20 Sekunden. Bevor ich gar nichts anklicke, klicke ich hier in die Mitte rein und hoffe, dass ich irgendwie gedanklich richtig liege. Kroatien. Oh, Zadar wäre gar nicht so klein gewesen. Jetzt an der Flagge erkennen müssen, ne? Mindestens. Und dann war es kein BR, dann war es ein.
Was war's denn dann? Ach, könnte es ein CR gewesen sein für Kroatien? Bin ich denn jetzt schon wieder? Da war sogar ein Schild. Tolles Schild. Kann ich das irgendwie lesen? Trotzdem irgendwie lesen? Nein, aber das ist einfach ein Friedhof irgendwo. Naja, gut, nicht ganz im Nirgendwo, aber bei so Feldern. Ey. So, wir sind auf einer Straße. Da ist Wirtschaft. Kann mir die Wirtschaft irgendwas erzählen? Da ist sein Schild. Wir fahren auf jeden Fall auf der rechten Seite. Oh. Was ist das für ein Schriftzeichen? Was macht denn ein Swastika da? Okay. Aber die Schriftart. In welcher? Verdammt, gibt es eine Schriftart, wo das Swastika als einfach Schriftzeichen benutzt wird? Nicht eine Schriftart, sondern halt eine Sprache? Das war doch eindeutig ein Swastika, aber. Ja, wo kommt das denn her? Ansonsten war das irgendwas Asiatisches. Aber nicht japanisch. Oder ist das? Das ist doch nicht japanisch. Es ist, weiß ich nicht, aber so in die Richtung auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall irgendwo da. Es ist auch nicht chinesisch. Vielleicht ist es thailändisch. Das wird jetzt halt. Aber wo fahr. Okay, da ist ein großes Schild. Wir fahren mal zu dem großen Schild. Kein Schild. You betrayed me, Schild. You betrayed me. Fahren wir hier auf dieser Straße weiter. Vielleicht kommen wir noch irgendwo hin. Allerdings nur noch 20 Sekunden. Aha. Was mache ich jetzt? Gehe ich in die Mongolei? Ich gehe hier runter. Oh, es war eine Insel unter Südkorea. Ah ja. Okay, ja, leider zu weit weg. Ja, leider viel zu weit weg. Buch wollte ich nicht anklicken. Ja, jetzt gemacht. Okay. War leider zu weit weg. Na gut. Na gut. Ach so, wenn man hier draufklickt. Dann kommt man auf die Google Maps Karte direkt von dem Ort. Könnte sich da sozusagen nochmal um. Ah, I see. Ja, hier sind wir gestartet. Okay. War also diese Insel da unter Südkorea. Jeju. Gehört dann wahrscheinlich zu Südkorea dazu. Aber benutzen die? Wir fahren da jetzt nochmal hin. Wir fahren da jetzt nochmal hin zu dem Swastika-Ding. Ich will wissen, wie das wieder hinfinden. Haha! Glück habe ich einen guten Orientierungssinn. Also habe ich halt wirklich. So, warum ist das da? Was? Welches? Das muss ein Schriftzeichen sein. Wofür steht das? Für ein X? Die haben einfach ein Swastika in ihrer Schrift. Das wäre ja, wenn das wirklich so ist, wäre das ja echt eine gute Variante, um sich einfach zu merken, sehe ich ein Swastika, Südkorea. Haben wir hier irgendwelche Ortschaften auch so ein Swastika in ihrem Namen drin, so weil sie es können?
Nö. So sehe ich spontan keins. Na gut, weiter. Locus de Capes on Dulce Tipico. Tipico nicht. Cabezon de la Sal. Pueblis Pinto Explosion. Exposition. Explosion. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich Explosion. Hotel. Wo? Restaurante. Achso. Restaurant. Hang nützt mir noch nicht so viel. Aber wir sind in einer Ortschaft. Da können wir ja vielleicht was rausfinden. Halt, stopp, da war ein großes Schild. So mehrere. Wo ist das hin? Zurück? Da! Was erzählt. Wo ist es hin? Okay. Santander, Torreva, Estación, Feve. Oh nein! Das da oben kann ich wieder nicht. Kann ich wieder nicht erkennen. Wenn ich es erkennen könnte, könnte ich es nicht zuordnen. Elektrizidad, der elektrische Vater. Da ist bestimmt zum Verkaufen. El Alquila. Dekoration. E-Mail.com. Noch ein Hotel. Parilla. Parking Privado. Könnte es sowas in Mexiko? Da ist eine Flagge. Kann ich die Flagge mal so sehen, dass ich sie sehen kann? Oh Mann, ist das Ding mal verkehrt? Also, bleibt einfach ein Strich, die Flagge. Cabezon de la Sal. Ach, ich weiß nicht, ich klicke irgendwo in Mittelamerika rein, glaube ich. Repsol, Transportes, Spanien. Wir waren einfach in Europa. Wir waren einfach in Europa. Übrigens Mittelamerika. Gut aber, ne? Wir waren einfach in Europa. Das war schlecht. Eieiei. Wir waren in Europa. Okay. Eine Ortschaft war das jetzt. Na gut. Aber so rein von der. Ich fahre jetzt nochmal hin. Rein von dem, was man hier gesehen hat? Hättet ihr hier wirklich erkannt, dass das Europa ist? Ah, vielleicht von den Häusern her? Ja, vielleicht, wenn ich mal weitergefahren wäre. Ja, das sieht ja. Das sieht jetzt schon ein bisschen europäischer aus. Ich weiß ja. Hätte ich das hier gefunden, hätte ich zumindest so ein bisschen mehr überlegen können.
Ne? Costa del Sol nur 81 Euro, Budapest 582 Euro, Prag. Da hätte man sich ein bisschen überlegen können, wie weit es weg ist, wenn es den und den Preis hat. Und das sieht jetzt hier, ja, hier sieht es auch ein bisschen europäisch aus. Ich bin zu wenig weit gefahren. Absolute Diskretion. Das denn? Was ist das? So diskret, man weiß gar nicht, was es ist. Hätte man es an den Zeitschriften erkennen können? Ich weiß es nicht. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob die Dinge, die man hier sieht, alle die sind, die auch Dings hätten sichtbar sein können, ob da was verpixelt wäre zusätzlich. Ich glaube irgendwie nicht, dass die im Spiel zusätzlich anfangen zu verpixeln. Das finde ich echt strange. Cancer de Mama. Was heißt das denn? Jeden Fall nicht das, was es auf Englisch heißt. Heißt Cancer ja Krebs. Tabakos. Aber nichts, was so wirklich auf Spanien. Aber gut, Europa, man hätte mal. Oh, das wäre vielleicht auch. Hinkommen würde. Hallo? Na dann halt nicht. Okay, noch eine Runde Battle Royale. Dann nehmen wir denn jetzt schon auf? Okay. Last Platz. Kompaniert. Apotheket. Kunstparken. Kunstparken. Östra irgendwas. Amgatan. Ja, da wird einfach mal fleißig Deutschland getippt, alles klar. Auf jeden Fall. Wayne's Coffee. Okay, Wayne hat also auch einen Coffee. Einen Kaffee. Okay, das ist irgend. Okay, jetzt gehe ich hier in die nordische Region. Norwegen ist schon weg. Schweden. Ein Schuss, ein Treffer. Aber wäre Norwegen nicht schon weg, hätte ich es noch angeklickt. Insofern. Ach, ach Gott, ach Gott. Südamerika, aber wie werde ich denn jetzt hier in die Zivilisation kommen? Vielleicht Südamerika. Sind solche Behausungen, gibt es sowas in Südamerika? Brasilien vielleicht? Sind denn so ein bisschen höhere Berge, wo man. Ah, mein Gott, kann denn das jetzt hier jemand schon richtig haben? Einfach irgendwas. Das, was da getippt. Was ist denn das, eine weiße Flasche? Hä? Ach so. Hat's einfach nicht angezeigt. Ich wollte sagen, hä, was? Welche Flagge ist denn komplett weiß? Yo, Guys, ich werd hier nicht glücklich. Ich werde hier nicht glücklich und einer hat schon richtig. Das heißt, die Runde ist durch. Dann fange ich halt mal an mit Brasilien. Weil, weiß ich nicht. Schade. Dann,
Wo sind denn viele Berge? Chile? Ja, Chile ist nicht wirklich. Ah, wurde schon. Wurde schon. Peru wurde noch nicht. Dann Kolumbien. Schade. Es war das kleine Lesotho und wir waren in Afrika. Okay. Es war das kleine Lesotho. Ah. Okay. I see. Okay, normale Häuser. Nicht so ganz normale Straßenschilder. Aber straßenbautechnisch Europa. Irgendwas Europa. Kein Deutschland. Da werden schon ganz fleißig die ganzen nordischen Länder abgehakt. Warum? Haben die gefunden, was ich nicht gefunden habe? Wir fahren rechts. Da kann ich halt. Porto Clubas. Kirpigla. Das reicht nicht. Wenn jetzt hier irgendein griechisches Restaurant wäre, reicht nicht aus. Kann ich das lesen? Ich weiß, es ist nur der Straßenname, aber könnte zumindest eine Hinweis. Ach Leute, ich habe keine Ahnung. Ich probiere einfach mal ein bisschen. Schade. Nee, nix Austria. Schade. Ja, gut. Das hat nicht hingehauen. Escola, Lago Santa, Dade, Perfectura Dazidade. Welche Perfektur? Ach, welches gibt so heiß? Sieht aber schon wieder. Ich bin schon wieder südamerikanisch und. Amerikanisch. Ich dachte schon, da wäre wieder ein Zeichen am Land gewesen. Ah, jetzt fahr doch weiter. Portofino. Residenz Portofino. Hab Portofino schon mal gehört. Aber wo? Wo habe ich denn Portofino schon mal gehört? Ich weiß es nicht, wo habe ich Portofino schon mal gehört? Ich klicke einfach ein bisschen was durch, weil ich es kann. Völliger Blödsinn, aber hey. Oh mein Gott! Was? Was ein Glücksgrad. Okay, von den Fahrzeugen. Beispiel, der wäre mich jetzt haut, wenn ich das jetzt verhaue. Wo gibt's solche Schriftzeichen? Wird schon fleißig. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich muss Bangladesch nehmen. Ich muss Bangladesch ganz schnell nehmen. Yes. 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 Wieder irgendein Plaza hier. Große, große Stadt in Amerika. Ja, schon Südamerika. Ganz gerade Straßen, das ist eigentlich.
Also allgemein Amerika. Sweet Sour Pork. Kami jetzt Asim Joking. Oh. Ja gut, ne? Das hat nicht hingehauen. Waren die Philippinen? Das war nicht Südamerika. Ah, okay, so. Ah, nein, da war ein Schriftzeichen. Zurück. Zurück! Kiwi, wo ist die. Wo ist. Wohin bin ich gefahren, dass die Schriftzeichen weg sind? Da sind die Schriftzeichen. Was ist das? Irgendwas Asiatisches auf jeden Fall wieder. Nicht Chinesisch. Nicht China, nicht Japan. Kann ich doch ein bisschen durchprobieren, oder? Fangen wir an mit Vietnam. Es ist nicht Bangladesch. Es sieht anders aus wie Bangladesch. Thailand? So, jetzt darf ich nicht mehr raten. Darf ich nicht mehr raten. Wir fahren rechts. Aber ich sehe, was die anderen geraten haben. Was ist denn jetzt schon weg? Laos wäre noch über. Bangladesch. Aber Bangladesch ist. Nee, wir hatten ja Bangladesch gerade. Das ist nicht. Ist aber auch nicht. Was ist es denn? Nepal? Schade. Oh, bitte nicht. Was peinlich wäre jetzt? Was ist es? Oh! 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 Okay! Okay! Europäische Straße. Wir fahren rechts. Ach, überhaupt nichts. Sehe ich auch nichts. Okay, hier kommt das Schild. Weit wieder gefahren. So, Schild. Danke. Stegen, Schieren, Ettelbruck. 347. Stegen. Gut, Stegen ist jetzt nicht so groß, werde ich auf der Karte nicht finden. Prokonuko. Was ist das? Was steht da? Bruck, weiß ich nicht. Was könnte es sein? Irgendwas da oben? Keine Ahnung. Irgendwas da? Nee. Weiß ich es auch nicht. Luxemburg! Nachbarland. Toll. Ah, jetzt nur mal Interesse halber. Ich meine, ich bin nicht mehr dran und das spielen jetzt die anderen die Runde hier, aber ich wüsste gerne, wo wir sind. Deswegen bleibe ich jetzt mal hier. Sollten wir nämlich jemals wieder diese Treppen hier bekommen, sicherlich irgendeine Sehenswürdigkeit, die man hier be betreten kann. Ich möchte jetzt da auch mal hoch. Da bin ich noch nie Treppen gelaufen. Aha. Gerade gebaut, sieht dadurch nicht mehr so schön aus. Was sind wir denn hier? Tell me? Das Huch? Irgendwas in Ihnen? Irgendwie? Yo, wie sie alle, wie man sich einfach beobachtet fühlt, weil sie alle dieses Google-Auto angucken. Hey, ich wollte da hoch.
wollte hier, ich wollte da hoch, da waren Flaggen. Da waren Flaggen, ich habe die doch gesehen. Lass mich da jetzt hoch. Ich will hier auf den... Lass mich da rauf! Ach so, weiter geht's nicht, oder? Da sind Flaggen. Wo waren wir? Portugal, aha. Portugal war das. So, play again. Oh mein Gott. Schon wieder so ein Krieg zu Ende. Das Land. Wait a moment. Das sind schon wieder Schriftzeichen, die ich nicht zuordnen kann. Aber die Flagge habe ich schon ein paar Mal jetzt gesehen. Ich klicke mich jetzt durch, bis diese Flagge auftaucht. Ich habe ja Zeit. Nee, rot, weiß, blau, weiß, rot. Nee. Ha! Ha! Es war Thailand, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Wir können uns noch weiter umgucken. Gut, dass die Flaggen anzeigen. So kann man ein bisschen tricksen sogar. Jetzt noch mehr Hinweise für Thailand gegeben. Also außer, dass man vielleicht die Schriftart halt hätte erkennen können. Also dieses so komplett geschwungene, man merkt gar nicht, wo das Wort aufhört. Wobei, okay, Leerzeichen sind erkennbar. Aber so dieses komplett geschwungene, das ist thailändische Schrift. Okay. Vielleicht kann man sich das ja mal merken. Nur 3 haben es rausgekriegt. Gut. Aber nicht gut, weil man jetzt schnell sein muss. Okay, was steht da auf dem... Kannst nicht lesen. Italien, was? Italien vielleicht? Nee, Italien hat die grüne Schilder. Okay, jetzt kann ich es lesen. Körich, Septiontanes, Wandarf, Steinfurt? Steinfurt, Arlon. Kapellen, Mame, Luxemburg. Was? Wo sind wir? Wo ist irgendwo? Luxemburg, Steinfurt. Wo sind wir? Das kann ja nicht Frankreich sein. Belgien? Ach, es wurde schon. Bin ich dumm? Ich meine, ich kann auch Luxemburg selber mal anklicken. Weil es könnte die Ort Luxemburg sein. Ah, es geht schon weiter. Ich wollte kurz trinken. Dann trinke ich halt nicht. Jaipur Wachsmuseum. All of Icons, Jaipur. Wo ist Indien? Direkt mal locken. Oh yes, er hat's aber auch. Ich hätte also, wenn ich... Oh mein Gott, er hat es auch. Okay, keine Ahnung, wo wir... Kein Indiz. Nichts. Wer fährt schneller in die Zivilisation? Ich. Nichts. Sieht auf jeden Fall. Pech? Geht so. Paar Berge. Stanisia irgendwas. Kann ich nicht lesen. Aber es deutet so ein bisschen. Kann ich es von der Seite lesen? Oh, der erste falsche Rat. Irgendwie. Das ist so osteuropäisch, aber ich. Dann probiere ich Weißrussland. Wenn ich jetzt falsch rate, bin ich raus. Also rate ich lieber nicht und hoffe, dass er es nicht richtig rät.
Der Wunsch wurde nicht erfüllt. Okay, gut, aber ich bin zufrieden. Wir hatten einiges richtig. Ich habe nicht nur Mist gebaut. Ich möchte nicht, dass immer, dass ihr auch registriert, dass ich nicht nur Mist baue. Ich mache auch manche Dinge richtig. So, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.